muss sie einfach mal schlafen. Ich glaube, dann sind alle. Das ist ja immer so, ja, auch wir Richter, dass wir sagen, der Montag. Es ist schon auch so, dass am Montag bei euch so ein bisschen. Ja, wenn wir nicht irgendwo im Flugzeug sitzen und zurückfliegen, ja, je nachdem, wo wir sind. Ne? Wir sind dann auch müde. Naja, das ja, klar. Ist ja auch eine Anspannung, natürlich, und Konzentration wie verrückt. So, jetzt aber Jessica von Bredow-Werndl und Ferdinand Baby, 12-jährig, der Florenzio-Sohn. Wie Dallera, wie ihr Olympiasiegerpferd, Europameisterschaftssiegerpferd, ist auch Ferdinand im Besitz von Beatrice Bürchler-Keller. Ah, da darf sie ihn so ein bisschen. Und das ist ein guter Bewegungsfluss. Gut kreuzend, vielleicht so, so die Harmonie zwischen Stellung und Biegung vielleicht noch ein bisschen verbessern. Was hat er da gesehen? Da kam er so ein bisschen weg vom Hufschlag. So. Auch schön geschlossen, ne? Auch nichts von wegen so und hinten ein bisschen weg. Sehr fleißig, gut in der Balance, würde ich sagen. Ja. Absolut. Darf sogar fast im Vorderbein noch so ein bisschen höher kommen. Ich wollte gerade sagen, so ein bisschen mehr Lifting in der Front, ja? In den Schultern. Das sieht für uns so aus, als ob er sich so ein bisschen mehr biegen darf, oder? Ja, aber ich habe gestern oben auf der Tribüne gesessen mit Christoph zusammen. Und bei jedem Pferd haben wir gesagt, du, das darf doch jetzt auch paralleler sein. Da habe ich gesagt, du Christoph, vielleicht. Langsam liegt es an der Perspektive, ne? Ja. Aber das ist so sehr sicher alles, finde ich, ja? Ja. Sehr sicher, souverän. Ne? Schön von hinten beigeschlossen. Reiten. Auch der starke Trab, aber nichts Maximales. Ja, da hackst du jetzt noch mal ein bisschen nach. Komm mal noch ein bisschen mehr, mein Freund. Das macht er auch. Er sagt, jawohl, das machen wir. Guter Übergang. Also der Trend bei 75%, sprich beim Schnitt 7,5, passt für uns, oder? Ja, absolut. Ja. Jetzt wird sie noch mal Punkte sammeln. Guter Schritt. Ja, so ein ganz klein bisschen Spannung im Vorderbein. Findest du das Spannung? Wie würdest du es nennen? Also er tritt nicht ganz dahin, wo er hingezeigt ergiebiger, hat. Ne? Ergiebiger aus den Schultern. Aber ich würde es doch ein bisschen Spannung im Vorderbein nennen, gebe ich zu. Gerade so in der Versammlung noch mal. Da ist er vielleicht so ein bisschen limitiert, aber es ist ein guter Schritt. Gut, der versammelte Schritt nicht, aber der starke, der starke Schritt mit Sicherheit 8,5. Ja, Gottes Willen. Sehr schöne fließende Übergänge. Weil sie ihn so super geschlossen hat, oder? Ja, die hat ihn noch am Sitz, ne? Absolut. Ja, die sagt, komm, jetzt gehen wir hier raus und dann macht er das. Ich finde den von der Rittigkeit und auch von der reiterlichen Leistung, was Jessica da uns zeigt, finde ich schon wirklich gut. Mir gefällt dieses Geschlossene sehr gut. Ja. Und dadurch natürlich, nicht zuletzt dadurch, auch in einer sehr guten Balance. Wir sprechen natürlich auch, den Begriff, den benutzen wir vielleicht oder haben wir vielleicht zu wenig, er lässt durch, also Durchlässigkeit. Mhm. Und das ist ja das, was wir am Ende der Ausbildung oder am Ende haben wollen, ein durchlässiges Pferd. Und das macht er. Bisschen flach der Wechsel, Überhaupt, ehrlich gesagt, beide Traversalen hätte ich mir sogar noch so ein bisschen mehr ins Bergauf vorstellen können. Ja, ein bisschen, ja. Kannst du dich noch erinnern, wo war man denn da gesessen? In Balve, da habe ich gesagt, da war nicht jetzt er speziell, sondern ein anderes, da war die Bauchmuskulatur ein bisschen anheben. Mhm. Das hätte ihm jetzt auch gut gestanden. Oder? Wenn ich das mal so. Ja. Ne? Ich weiß genau, was du meinst. Ja,
Das macht er ab und zu, so ein kleines Anfragen. Ist ja. Och, das ist ja wohl. Haben wir nicht mit gerechnet. Sind nee, habe ich jetzt nicht mehr. Ja. Ja, es wird ja nicht langweilig. Nee. Die deutschen Paare bringen hier auch nochmal schön Spannung rein. Das wollten wir gar nicht so in dem Maß. Nee. Aber sie macht natürlich das, was du heute schon so oft angesprochen hast. Sie nutzt die Ecken und das Abwenden in der Vorbereitung. Ja. Das war natürlich super, sich das anzugucken. Ja. So. Also die fand ich schöner als die einer vorhin. Ja. Wie an der Schnur gezogen, ne? Ja, und auch mit mehr bergauf. Ja. Oh, die ist ziemlich groß. Ich fand sie gut gesprungen. Ja. Mhm. Ich fand sie trotzdem ein bisschen groß. Das ist ja immer wirklich so, ne? Was mache ich als Reiter? Setze ich sie total auf die Stelle und riskiere, dass mir der Durchsprung ein bisschen flöten geht? Oder mache ich es ein bisschen größer? Also ich sag einfach mal, wenn der Hauptteil der Anforderungen einer Piorette stimmt, dann bin ich mindestens schon mal bei der 7. Mhm. Ja, ich bin ja auch nicht bei der 10, wenn ich sage, vielleicht ist es ein bisschen größer, aber wenn der Rhythmus gut stimmt, Stellung, Biegung, Lastaufnahme, ja, dann von mir aus vielleicht eine Nuance größer, das war prima. Das war super, das finde ich auch. Haben wir ja oft. Auch immer sofort dann sehr sicher an den Hilfen rein und raus. Also die Übergänge, die gefallen mir gut. Und steht. Hast du gesehen, wie der steht? Das ist natürlich auch sehr bezeichnend, wenn ein Pferd am Ende so da steht. Ja. So diese Fehler, die wir gerade eben gesehen haben. Ich glaube, auch hier war vielleicht, was wir eben schon mal erwähnt haben, so ein kleines Missverständnis. Mhm. Dass sie vielleicht nicht klar genug war, kommt jetzt hier diese Hilfe und er hat es falsch verstanden. Mhm. So sah es mir fast aus. Schade, ist passiert, hat gekostet. Trotz allem. Na, das war schon eine qualitätvolle, hochwertige Runde. Ja, fand ich auch. Und das war auch nichts, wo man sagen würde, oha, das muss ich aber jetzt in der Note unten widerspiegeln. Also nichts Negatives, sondern eher dieses Positive sich reiten lassen. Ja. So, und das wird die neue Spitze hier mit Jessica von Bredow-Werndl und Ferdinand. Und damit setzt sie sich vor Simone Pierce und Destano mit 73,426 und Jessica, oh, das ist aber eine knappe Sache, 0,1, 73,511 neue Führung für diese beiden. Na, der will schon richtig weg vom Boden. In der Piaffe dürfte er ja fast noch so ein bisschen mehr Kruppe senken, ne? Ja, aber ich habe gerade gedacht, dass das Becken in so eine Kippbewegung kommen muss oder sollte. Ah ja, aber ich glaub, jetzt zeigen Sie das nochmal. Ja. Mhm. Da wäre der Fehler gekommen. Ja. Ja, du hast recht mit der Pirouette. Ja, ein bisschen groß angelegt, das innere Hinterbein hätte so im Sprunggelenk noch so ein bisschen gebeugter sein können, um eine höhere Note zu bekommen. Guck da, jetzt hat er erstmal diesen Überblick sich verschafft.